Erste Leaks zur neuen Season, ein Grab, der die Drohnen hacken können und ein Nerf für Valkyrie und die Automag. All das in den neuen Rainbow News. Aber was sind eigentlich die Rainbow News und wann werden sie hochgeladen? In den Rainbow News geht es ausschließlich um die Themen zu Rainbow Six Siege wie Updates, Operator, Maps und so weiter. Und wann werden sie hochgeladen? Immer je nachdem, wie viele Neuigkeiten es halt gibt und wann wir halt Zeit finden, diese zusammenzufassen und aufzunehmen. Und da das heute die erste Folge ist, beginnen wir heute mit ganzen 6 Themen, die zum Teil top aktuell sind, zum Teil aber auch schon etwas veraltet. Dazu beginnen wir passend zum neuen Jahr mit der neuen Season. Ein möglicher Verteidiger oder Verteidigerin nennt sich dann wahrscheinlich Mozzie, kann Geräte aufstellen, in dessen Wirkungsradius mobile Drohnen hineinfahren können, diese dann innerhalb dieses Radius sehr wahrscheinlich gehackt werden und gesteuert werden können. Der mögliche neue Angreifer wird den Namen Gridlock tragen, gehört zu den Fallen Operatoren. Bei der Spezialfähigkeit von Gridlock ist wohl die Rede dabei, dass er vergleichbar mit der von Legion ist. Und zwar sorgt dieser mit Stacheln für Aufmerksamkeit beim Gegner, indem er Schaden hinzufügt und auch für Lärm sorgt. Hinzu zur neuen Season kommt natürlich eine neue Map, diese wird dann sehr wahrscheinlich in Australien auch platziert. Und nun sind wir schon am Ende vom ersten Thema, und zwar könnte es ein neues Rework geben zur Map Kanal. Wie das aussehen könnte, haben wir ja schon gemerkt hier an dem Rework zu Herford, welches meiner Meinung nach so komplett gar nicht mehr wiederzuerkennen ist. Wir dürfen mal gespannt sein, was uns dann bei Kanal erwartet. Kommen wir nun zum zweiten Thema, und zwar das Chat-System in Rainbow Six Siege. Hier wird ein neuer Filter eingeführt, der das Beleidigen verhindern soll. Wenn man jetzt Beleidigungen schreibt, diese verschickt, werden diese sofort blockiert. Man bekommt einen optischen Warnhinweis und kann sehr wahrscheinlich mit Bans rechnen. Kommen wir nun zum dritten Thema. Und zwar, Ubisoft Deutschland hat zu einigen ausgewählten Operatoren und ausgewählten Maps einige Tutorial-Videos veröffentlicht, in denen auf diese genauer eingegangen wird. Das war's zum dritten Thema, und passend zum vierten Thema kommen wir jetzt zum Season Pass, denn dieser ist für das vierte Jahr auch wieder verfügbar. Weihnachten ist vorbei, es gab einige Geschenke und von Rainbow Six Siege gibt es dieses Jahr auch noch ein Geschenk. Dieses Feiertagspaket beinhaltet, dass man einen einzigen Operator bekommt, den man noch nicht erhalten hat, und falls man schon alle in Besitz hat, soll es 25.000 Renown geben. Es ist aber auch bekannt, dass es hier einige Probleme gibt, und zwar, wenn man schon alle Operator hat, sollte man eigentlich 25.000 Renown bekommen, erhält diese aber nicht. Hoffen wir mal, es handelt sich hier um einen kleinen Bug. Kommen wir nun zum letzten Thema. Die Sekundärwaffe von Nomad und Kite, die Automag, soll überarbeitet werden, und zwar soll es hier einen höheren Rückstoß geben und weniger Schaden soll diese auch machen. Und als allerletztes in diesem Video wird Valkyrie noch genervt, und zwar gab es im letzten Update ja einige Überarbeitungen der Wurfbahn, wodurch Valkyrie ihre Valkyrie Cams sehr sehr weit werfen konnte. Das soll jetzt mit dem nächsten Patch behoben werden. In Zukunft kann sie dann ihre Cams nicht mehr so weit werfen wie jetzt. Und mit diesem Info sind wir auch schon beim Ende des Videos angekommen. Ihr könnt gerne Kommentare unten hinterlassen, Kritiken und Tipps, darüber freuen wir uns gerne. Das nächste Video folgt dann auch in Kürze. Wann, habe ich am Anfang des Videos gesagt, wissen wir noch nicht. Das richtet sich danach, wie viele Themen und Neuigkeiten es gibt und wie viel Zeit wir haben. Und bis dahin viel Spaß auf YouTube und unserem Kanal. Ciao. Es ist eine Pistole? Ja. Die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse.